So, also Zoom ist sehr schön einfach zu benutzen und zwar wird das folgendermaßen bedient werden. Das ist erstmal die Benutzeroberfläche. Hier sehen Sie dann Ihr Profilbild bzw. eben Ihr Video, was übertragen wird oder eben das Video des Sprechers. Und dann sehen Sie unten schon die Menübar. Genau. Die besteht einmal aus unten links, aus dem Stummschalten-Button. Das sehen Sie auch tatsächlich, dass Sie alle erstmal auf stumm geschaltet sind. Das kann man später dann selbst freischalten, sobald Sie in den Diskussionen selbst genau beteiligt sind. Daneben finden Sie einmal ein Kamerasymbol, das ist hier auf dem Bildschirm durchgestrichen. Wenn man zum Beispiel mich sieht, man jetzt, das bedeutet, dass das nicht durchgestrichen ist, das bedeutet, dass das mich gerade zeigt. Und sobald dieses Symbol entweder aktiviert ist, ist dieses Symbol nicht mehr durchgestrichen, ist dieses Symbol deaktiviert, ist dieses durchgestrichen und man sieht sie nicht mehr. Dann anschließend daneben sieht man einmal das Teilnehmersymbol, wo bei mir gerade die 1 eingeblendet wird, wird hoffentlich deutlich mehr bei Ihnen stehen. Dort können Sie die Teilnehmer einblenden, wer alles dort dabei ist, sehen Sie darüber. Daneben finden Sie das Chat-Symbol. Über das Chat-Symbol haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie da draufklicken, den allgemeinen Chat zu sehen oder eben auch per Direktnachricht sich an den Moderator oder Moderatorin zu wenden. Sollten irgendwelche Probleme auftauchen, können Sie dies per Direktnachricht tun. Dies können Sie dann auch ebenfalls im Chat selbst einstellen, ob das eine Direktnachricht sein soll oder nicht. Anschließend werden die Breakout-Sessions, so nennt die App das, und zwar ist das eine Möglichkeit, die Zoom-Konferenz in mehrere Räume sozusagen aufzuteilen. Und Sie haben gleich die Möglichkeit, sich den Zoom-Vortrag, die unterschiedlichen Impulsvorträge, die ja gleichzeitig laufen, sich in denjenigen einzuwählen, den Sie gerne verfolgen möchten. Sie haben vorab ja sich angemeldet für manche Interesse angemeldet, für manche Vorträge. Und dann wählen Sie gleich, wenn Sie auf die Breakout-Session klicken, denjenigen Vortrag aus, den Sie gerne verfolgen möchten. Dann haben Sie die Möglichkeit über Reaktionen. Wenn man da drauf klickt, sieht das dann so aus. Einerseits die Hand zu heben. Das ist wichtig, wenn Sie irgendwie Fragen haben, damit wir das dann auch sehen und darauf eingehen können. Und ansonsten sehen Sie darüber noch die Symbole wie verschiedene Reaktionen, um dann eben Rückmeldungen auch zu geben zu können. Genau. Ansonsten sehen Sie oben jetzt gerade die Leiste. Das ist einmal an Audio teilnehmen. Das bedeutet, dass Sie dann uns hören können. Das bedeutet, dass Sie das schon bereits bestätigt haben, dass Sie das gerne möchten. Genau, das wäre das Whiteboard. Und dann bitte ich darum, einfach aus der Netiquette heraus, gerne dürfen Sie die Kamera anlassen. Das Mikrofon ist stumm geschaltet von uns aus. Sie haben die Möglichkeit, das wieder zu aktivieren in der Diskussionsrunde oder wir aktivieren das für Sie. Dann natürlich ausreden lassen. Fragen, die nicht direkt zum Thema passen, bitte in den Chat. Wir sammeln die Fragen und werden diese dann auch notfalls noch in den Diskussionsrunden eben darauf Bezug nehmen. Alle Verständnisfragen gerne auch so stellen, da auch gerne nochmal eine Handmeldung, wie ich das eben erklärt habe, damit wir das einfach sehen und das geklärt werden kann. Genau, soweit so gut. Ich hoffe, das war alles verständlich. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den Vorträgen. Vielen Dank, Helena.
Sehr geehrte Teilnehmende, ich freue mich, dass Sie heute an unserer Fachtagung Zukunft des freiwilligen Engagements in Osnabrück teilnehmen. Mein Name ist Raphael Dombrowski und ich bin Mitarbeiter der Freiwilligenagentur der Stadt Osnabrück. Die Freiwilligenagentur Osnabrück im neuen Referat für nachhaltige Stadtentwicklung bietet Ihnen Unterstützung bei allen Fragen rund um das freiwillige Engagement in Osnabrück. Wir beraten nicht nur Einzelpersonen zu möglichen Engagementmöglichkeiten, sondern unterstützen auch Einrichtungen und Vereine bei der Arbeit mit Freiwilligen, unterstützen bei der Vereinsgründung und bei Fragen rund um das Vereinswesen, helfen bei der Suche nach Kooperationspartnern und Finanzierungsmöglichkeiten und bieten Fortbildungsmöglichkeiten an, um Ihnen, liebe Freiwillige, das freiwillige Engagement zu erleichtern. Ich darf Sie heute gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Sabine Steinkamp durch diese Veranstaltung führen und heiße Sie herzlich willkommen. Auch an dich ein herzliches Willkommen, Sabine. Ja, danke, Raphael. Auch von mir ein herzliches Willkommen an Sie da draußen an den Bildschirmen. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Ich bin auch eine städtische Mitarbeiterin und normalerweise im Fachbereich Städtebau zu Hause, dort betraut mit dem Thema Wohnen im weitesten Sinne. Aber hier bin ich heute als Mitglied im städtischen Moderationsteam der Stadt Osnabrück und freue mich, den Fachtag unterstützen zu können. Ich stelle Ihnen erstmal die Agenda vor, wie das heute so geplant ist, denn wir haben ein doch etwas besonderes, zweigeteiltes Veranstaltungsformat. Wir starten heute Morgen alle zusammen mit einigen Grußworten, dann einem Vortrag noch mit allen zusammen, bis es dann schon in die Kleingruppen geht. Das sind die eben schon angesprochenen 7 Schwerpunktthemen, zwischen denen Sie wählen können oder auch schon gewählt haben. In diesen Kleingruppen gibt es dann einen Impulsvortrag und wenn der zu Ende ist, ist sozusagen die erste Hälfte des Fachtages schon erledigt. Wir treffen uns dann um 17 Uhr wieder zur Workshop-Phase. Und auch dort gibt es natürlich einen Abschluss für alle zusammen. Ja, wie das zeitlich genau aussieht, hier nochmal auf einen Blick. Und wir haben noch etwas Besonderes vorbereitet für alle, die den Impulsvortrag heute Morgen vielleicht nicht zu Ende verfolgen können oder vielleicht sich noch für weitere Impulsvorträge interessieren. Die können ab 14 Uhr alle diese Impulsvorträge unter YouTube nachschauen oder zu Ende schauen. Ja, wie gesagt, um 17 Uhr geht es dann weiter und geplant ist, dass wir so gegen oder kurz nach 20 Uhr zu Ende sind mit dem Fachtag. Ja, vielleicht am Anfang mal die Frage an dich, Raphael. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Fachtag? Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, dass freiwilliges Engagement sich ändert, genauso wie unsere Gesellschaft auch. Wir wollen feste, starke Strukturen schaffen, um auf diese Änderungen angemessen und geplant reagieren zu können. Hierdurch wollen wir das Engagement in Osnabrück stärken und auf solide Füße stellen. Dies können wir allerdings nicht alleine oder wir wollen es auch nicht alleine. Wir wollen Ihr Wissen und Ihr Engagement mit einbeziehen. Wir wollen Sie fragen, wir wollen Sie bitten, mit diesem spannenden Tag, diesen spannenden, notwendigen Schritt mit uns zu gehen. Aus Ihrem Wissen möchten wir, die Freiwilligenagentur, eine der ersten Engagementstrategien in Niedersachsen verfassen, um eine verbindliche Förderung des freiwilligen Engagements zu ermöglichen. Auch die Oberbürgermeisterin Frau Katharina Pötter möchte die Gelegenheit nutzen und Sie per Videobotschaft, die wir im Vorfeld der Veranstaltung aufgezeichnet haben, begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Fachtagung des freiwilligen Engagements in Osnabrück und dessen Zukunft. Warum engagieren sich Menschen eigentlich freiwillig? Ihnen muss ich das nicht erzählen, weder Ihnen als Verein oder Bürgerinitiative, noch Ihnen, die sich freiwillig bereits seit langem engagieren. Die Hauptgründe sind jedoch dieselben. Weil Gutes tun einfach gut tut. Das spiegelt sich in den bundesweiten vorläufigen Zahlen des Freiwilligen-Survey wider. Rund 74% der Befragten gaben an, dass sie sich engagieren, um etwas Gutes zu tun. Sie sehen, Selbstwirksamkeit steht im Vordergrund. Selbstwirksamkeit, Digitalisierung, Generation Babyboomer, Inklusion, das sind alles Begriffe, die uns im Alltag das ein oder andere Mal durchaus begegnen, auf die wir reagieren müssen, damit wir weiterhin auf ein starkes Engagement der Gesellschaft bauen können. Als eine der ersten Städte in Niedersachsen möchte Osnabrück deswegen eine Engagementstrategie etablieren. Der Startschuss dafür soll mit der heutigen Veranstaltung gesetzt werden. Unser Ziel ist es, den wichtigen Bereich des freiwilligen Engagements in unserer Stadt zukunftsorientiert und nachhaltig mitzugestalten. Gerade die Corona-Krise hat wieder einmal bewiesen, freiwilliges Engagement hat eine enorme Kraft. Es kann in unserer Welt viel bewegen.
Mit klaren organisationsübergreifenden Strukturen möchten wir in Osnabrück deshalb dieses bürgerschaftliche Handeln aktiv fördern und unterstützen, damit neue Freiwillige gewonnen werden und bestehende gemeinnützige Organisationen sich auch weiterhin für das Gemeinwohl einsetzen können. Im Dialog mit Ihnen, den Vertretern aus gemeinnützigen Organisationen, Politik und Verwaltung, sowie natürlich auch Ihnen, den Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern, wollen wir dies gemeinsam angehen. Nur Sie als Experten im Bereich des freiwilligen Engagements wissen, wo und in welcher Weise Strukturen und Konzepte benötigt werden und nützlich wären. Diese Kenntnisse sind für uns essentiell wichtig bei der Erarbeitung einer verbindlichen Engagementstrategie. Unsere Gespräche werden auf Grundlage verschiedener bestehender Problemstellungen geführt werden. 2021 hat uns sehr stark in Erinnerung gerufen, dass es Menschen gibt, die sich nicht als Teil unserer Demokratie in Deutschland sehen, die im Gegensatz zu Ihnen Demokratie in ihrer wohl direktesten Form, dem freiwilligen Engagement, nie selbst erfahren haben oder erleben konnten. Lassen Sie uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und zu aktiven Teilhabern der Demokratie machen. So schön, wie sich das auch anhört, es stellt sich die Frage nach dem Wie machen wir das eigentlich? Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Wen wollen wir stärker als zuvor erreichen? Seit Jahren wissen wir um die Altersstrukturen in alteingesessenen Vereinen. Es wird nicht jünger. Laut der Umfrage der Enquete-Kommission ist ein Drittel aller Engagierten 60 bis 79 Jahre alt, wohin gerade einmal jeder 50. engagierte Mensch unter 20 ist. Viel zu wenig. Wie erreicht man denn die Jugendlichen? Einfache Antwort: über Themen, die politisch interessierte Generationen bewegen und vor allem über das Internet, in dem Nähe erzeugt wird und die potenziellen Freiwilligen direkt angesprochen werden. Dass die Umsetzung in der Realität doch nicht so einfach ist, merken viele Vereine und Bürgerinitiative jeden Tag. Während Projekte wie die Corona-Hilfe der Freiwilligenagentur oder das Online-Café, organisiert von der Freiwilligenagentur, gut umsetzbar waren, hatte nicht jede und jeder einen leichten Zugang zum Digitalisierungsprozess ihres oder seines Vereins. Dieses zeichnet sich oftmals in der Altersstufe der Seniorinnen ab. Wir müssen zudem einen Blick in die Zukunft werfen. Auf uns wird eine Welle voller zu Engagement bereiter Senioren mit der sehr wichtigen Ressource Zeit zukommen. Eine alternde Gesellschaft mit ganz eigenen Problemen, wie bereits vorhin angeschnitten. Hier gilt die Frage, wie erreichen wir die sogenannte Babyboomer-Generation, die in den kommenden Jahren in Rente gehen wird? Und wer definiert, wer überhaupt Hilfe sucht und wer Hilfe spendet? Nicht nur Senioren unterliegen diesem Stigma, ausschließlich hilfebedürftig zu sein. Auch Menschen mit Behinderungen jeglicher Art. Wie können wir diese Menschen stärker einbeziehen? Sie werden noch viel zu oft als Hilfeempfänger statt als Helfer gesehen. Verstehen Sie diese Veranstaltung und das freiwillige Engagement auch als eine Maßnahme, um Vorurteile abzubauen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner hatte wohl recht, meine Damen und Herren, wenn wir von freiwilligem Engagement sprechen. Das wissen Sie besser als irgendjemand sonst. Als Oberbürgermeisterin unserer Stadt ist es mir ein besonderes Anliegen, mit Osnabrück, niedersächsischer Vorreiter im Bereich der strategischen Entwicklung und Förderung von freiwilligem Engagement, zu sein. Ich freue mich jetzt auf interessante Gespräche, neue Denkansätze und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Abschließend möchte ich mich beim Team der Freiwilligenagentur bedanken für die Idee, die professionelle Vorbereitung und die jetzt beginnende Umsetzung. Ich wünsche Ihnen allen gute Gespräche, einen guten fachlichen Austausch und vor allem auch viel Spaß. Ja, vielen Dank an Frau Pötter, auch wenn sie uns jetzt nicht direkt hört, für dieses umfassende Grußwort. Aber Frau Pötter ist nicht die Einzige, welche sie heute willkommen heißen möchte. Auch Herr Björn Kemeter, Referatsleiter Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, begleitet diesen Prozess ebenfalls. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen und gebe das Wort direkt an Sie weiter, Herr Kemeter. Diesmal nicht aufgezeichnet, sondern ganz live und in Farbe. So, ich habe das Gefühl, jetzt wurde ich freigegeben. Wunderbar. Ja, Herr Dombrowski, Frau Steinkamp, meine Damen und Herren, einen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass die Stadt Osnabrück eine derartige Veranstaltung veranstaltet. Das ist eine sehr wegweisende Fachtagung. Wenn das alles so klappt, wie Sie das sich denken, und ich denke, daran wird auch kein Zweifel sein, dann werden heute einige wichtige Wegmarken erarbeitet, die den Umgang der Stadt Osnabrück mit dem vielfältigen bürgerschaftlichen Engagement in Osnabrück und auch mit den Engagierten untereinander neu formulieren wird. Ich freue mich, dass ich hier ein wenig teilhaben kann und die Tagung im Namen des Sozialministeriums mit einem Grußwort dann auch begleiten kann. Meine Damen und Herren, Sie schreiben als Freiwilligenagentur in die Einladung hinein, Einladung zum Dialog.
und gestaltet dein Engagement. Und weiter heißt es im Untertitel Strategieplanung, freiwilliges Engagement in Osnabrück. Sehr deutlich haben Sie schon gesagt, Sie möchten eine Engagementstrategie schaffen und das Ganze in die strategischen Ziele der Stadt Osnabrück einbetten. Sie möchten also Ideen austauschen, Gedanken entwickeln, Ziele formulieren, wie das freiwillige Engagement in dieser Stadt weiterentwickelt werden kann. Die verschiedenen Interessen, Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen, unterschiedliche Ansätze zu einzelnen Themen und so weiter miteinander verflochten und strategischen Zielen zugeordnet werden können. Und auf diesem Wege möchte die Stadt Sie alle, meine Damen und Herren, als Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft mitnehmen. Das ist ein ziemlich dickes Brett, was Sie bohren wollen gemeinsam. Alle Achtung und herzlichen Glückwunsch. Sie haben, das haben wir ja gerade gehört, die Rückendeckung der Stadtverwaltung, der Oberbürgermeisterin. Eine solche Rückendeckung ist ganz, ganz wichtig. Ich habe in den Jahren, in denen ich in diesem Aufgabenfeld im Ministerium arbeite, so manchen Anlauf einer örtlichen Zivilgesellschaft erleben dürfen, der gescheitert ist, weil die politische Spitze dann dort doch nicht dahinter stand. Es wurde schon gesagt, Sie haben etwas vor, was es in Niedersachsen bisher nicht gibt, eine lokale Engagementstrategie zu entwickeln. Es gibt eine solche bisher in wenigen Städten, in anderen Bundesländern, in Stadtstaaten wie Hamburg und Berlin, in einigen Bundesländern und auch im Bund. Die dortige ist schon etwas in die Jahre gekommen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung kündigt aber bereits deren Überarbeitung an. Auch das Land Niedersachsen selbst hat keine eigene Engagementstrategie. Gleichwohl hat sich in der letzten Zeit Wichtiges getan im Bereich des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements in Niedersachsen. Am 30.06.2020 wurde nämlich die Enquete-Kommission Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement verbessern, vom Landtag eingesetzt. Aufgabe der Kommission ist es nicht nur, die Rahmenbedingungen für das vielfältige ehrenamtliche Engagement in Niedersachsen zu verbessern, sondern auch, sich an die technischen, sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. In ihr sind in gleichem Umfang Landespolitik und Zivilgesellschaft vertreten. Nächste Woche tagt die Kommission bereits zum 33. Mal. Der Abschlussbericht ist für den 11. März dieses Jahres angekündigt. Inhaltlich hat die Kommission sehr viele Themenfelder angesprochen, die für uns oder für Sie hier auch wichtig sind. Es ging um kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, um Hate Speech gegenüber vielen Ehrenamtlichen, um Vereinsrecht und Bürokratieabbau, um Datenschutz und Generationenfragen, um Formen des bürgerschaftlichen ehrenamtlichen Engagements, um Strukturen, um Förderbedingungen und um Fragen zur Anerkennung und Wertschätzung und so weiter. Diesen letzten Punkt möchte ich aufgreifen. Anerkennung und Wertschätzung. Beides beschreibt etwas enorm Wichtiges im Umgang mit freiwillig Engagierten. Sie beschreiben das Lohn und Brot, das Brot des Ehrenamtlichen. Sie wollen keinen richtigen Lohn, sie engagieren sich von sich aus. Sicher, sie tun das für sich selbst, aber eben auch für andere. Und das wird immer wieder leider auch übersehen. Es gibt verschiedenste Formen der Anerkennung des Einsatzes freiwillig Engagierter. Ich möchte sie hier nicht alle aufzählen. Vieles kennen Sie, meine Damen und Herren, ja auch selber. Und wahrscheinlich würde ich auch etwas übersehen. Wichtig ist mir an der Stelle nur, dass sich alle Menschen, bei denen oder für die andere Menschen sich ehrenamtlich engagieren, immer bewusst machen, dass diese das freiwillig machen. Dies gilt es zu würdigen, anzuerkennen. Dazu gehört eben nicht nur, sie für die Ehrenamtskarte vorzuschlagen, was ich persönlich für eine tolle Geste halte, sondern sie in den jeweiligen Betrieb auch wirklich zu integrieren. Sie also mit einem Schlüssel auszustatten, damit sie nicht um Einlass betteln müssen, wenn die Tür mal zu ist. Sie in Arbeitsgespräche und Vorgänge einzubeziehen und mitmachen, mitreden zu lassen, um ihre vielfältigen Erfahrungen einbringen zu können. Und auch, um das Ganze zu verstehen, in welchem sie selbst nur einen Teil bewegen können. Das ist Wertschätzung. Sie alle, meine Damen und Herren, die Sie heute Morgen hier zuhören, wissen das. Sie haben ja vielfach nicht nur mit Ehrenamtlichen zu tun. Nein, viele von Ihnen sind ja auch selbst ehrenamtlich tätig. Eigentlich wissen das ja alle. Doch allzu häufig wird sich dann, wenn es darauf ankommt, doch nicht daran erinnert. Und deswegen erwähne ich das hier so ausdrücklich, weil ich denke, sowas muss bitte immer mitgedacht werden und wird immer wieder leider auch doch nicht mitgedacht. Im Übrigen, um den Bogen zu spannen, darauf zurückzukommen, bin ich noch sehr gespannt, was die Kommission, die Enquete-Kommission vorschlagen wird und was davon in der verbleibenden Legislaturperiode des Landes noch umgesetzt werden kann. Und ob etwas dann davon in die nächste Legislaturperiode hineingetragen wird, um weiter bearbeitet zu werden, das wird sicherlich sehr spannend werden. Meine Damen und Herren,
Abschließend zurück zu dem Vorhaben der Erarbeitung einer lokalen Engagementsstrategie für Osnabrück. Ich freue mich, dass meine Heimatstadt, in der ich gerade im Homeoffice hier auch sitze, ein derartiges Vorhaben anstrebt. Das kann auch ein Muster für andere Städte im Lande sein. Ich wünsche Ihnen daher ein streitiges, dabei aber immer faires Diskutieren aller Aspekte. Selten ist der banale Satz vom Weg, der das Ziel ist, so berechtigt. Also viel Erfolg und viel Glück. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kemeter. Ich hoffe, wir kommen, oder ich denke, wir kommen gleich auch noch mal kurz ins Gespräch. Aber jetzt möchten wir direkt weitergehen im Programm. Ja, wir haben es gehört, Wandel liegt vor uns im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, im Ehrenamt. Es gibt da viele Herausforderungen, aber eben auch Chancen. Die Stadt möchte sich aufmachen und Vorreiter werden in diesem Bereich. Und welche Herausforderungen es dabei zu lösen gilt und vielleicht auch welche Chancen zu nutzen, dies und ein Hinweis zur aktuellen Lage stellt uns nun Herr Dr. Placke, Senior Project Manager für das Programm Zukunft der Demokratie bei der Bertelsmann Stiftung vor. Herzlich willkommen, Herr Dr. Placke. Ja, herzliche Grüße aus Gütersloh, der Nachbarstadt, was wenige wissen, weil es ja da das Wiengebirge und den Teutoburger Wald gibt, was immer noch eine große Grenze zwischen unseren beiden Städten darstellt, seit der Varusschlacht, wie manche sagen. Ich komme sehr gerne zu Ihnen. Ich bin auch Osnabrücker. Ich bin da geboren. Ich bin in Bohmte aufgewachsen, habe 12 Jahre in Osnabrück gelebt, dort studiert, einen großen Teil meines Studiums und meiner Ausbildung. Also ich wäre auch gerne zu Ihnen gekommen. Die Umstände lassen es nicht zu. Ich freue mich jetzt auf alles Weitere und sage das jetzt nur, weil ich noch mal eben den Bildschirm freistellen möchte mit meiner Präsentation und hoffe, dass die jetzt etwas sehen. Sehen Sie etwas? Frau Püß, können Sie mir mal sagen, ob Sie was sehen? Weil ich nichts höre. Genau, also man sieht das. Wir müssen nur noch die Präsentation starten. Präsentation starten, okay. Jetzt, ne? Ja. Gut, ich werde ganz allgemein, Stichworte sind schon gefallen, zu den Sachen was sagen. Es geht um einen allgemeinen Blick auf das Engagement, um den Charakter des Engagements, um die Herausforderungen, die aktuellen und die sich abzeichnenden durch auch die aktuelle Situation. Darauf würde ich alles eingehen und auch immer wieder einen Bogen spannen zu dem, was so eine Engagementstrategie ausmachen könnte. Dieser Cartoon soll nur zur Einleitung dienen. Mit dem gehe ich jetzt schon seit 15 Jahren, glaube ich, hausieren. Und er passt eigentlich immer und auch für jeden Vortrag. Weil wir in so unsicheren Zeiten sind, ist das eigentlich eine ganz gute Situation, die manchmal auch für das bürgerschaftliche Engagement gilt. Man weiß nicht genau, warum es funktioniert. Manchmal deshalb, weil man sich auch nicht genug klare Gedanken darüber macht, was Engagement eigentlich ist. Und dazu möchte ich heute ein bisschen was sagen und ein paar Klarstellungen machen, damit eine gewisse Orientierung für die Workshops passieren kann. Der erste Missverständnis ist auch wieder mit einem Cartoon dargestellt. Wenn Sie das nicht genau lesen sollten, weil Sie nur mit dem Laptop zu Hause sitzen, hier steht, halt, stopp, Sie sind doch gar kein richtiger Profi und gilt der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist nun wirklich kurios, dieser Cartoon, wie ich finde, weil niemand in der Republik der Freiwilligen Feuerwehr zuschreibt, dass sie nicht so guten Job machen würde wie eine bezahlte Feuerwehr, sage ich mal. Das ist sehr naheliegend bei Hilfsdiensten und Notdiensten, dass das auch Menschen machen können, die bei einer entsprechenden Vorbildung und Ausbildung das leisten können. Das Problem ist allerdings in unserer Gesellschaft, so ist meine Wahrnehmung, dass eigentlich eher das Umgekehrte herrscht, dass dem freiwilligen Engagement häufig genug nicht genug Power zugesprochen wird, weil man von Prämissen ausgeht, die sich häufig genug eher auch mit bezahlter Arbeit verbinden. Wir müssen einen anderen Blick da entwickeln auf das freiwillige Engagement. Es geht eben um verschiedene Charakteristika, die freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement so hat. Das ist nämlich Teilhabe, Integration, Unterstützung, Solidarität zeigen
Und nur ein Punkt dabei ist Dienstleistung und Arbeit in einem engeren Wortsinne. Also wir müssen da auf große Vielfalt achten von den Möglichkeiten her, die das Engagement mitbringt. Und der wesentliche Charakter von Engagement ist nicht monetär. Darauf komme ich nochmal zurück. Also, welche Funktionen hat das bürgerschaftliche Engagement? Es hat mit den beiden englischen Begriffen Bridging und Bonding zu tun. Also es hat eine Brückenbauerfunktion. Das heißt, es bildet Brücken, Solidaritätsbrücken in andere Bereiche der Gesellschaft, wenn Menschen sich engagieren. Und das mit dem Bonding ist der Punkt, dass es eben Menschen bindet an gewisse Strukturen, wie zum Beispiel bei Heimatvereinen oder auch Schützenvereinen. Wobei man sagen muss, dass natürlich diese beiden Funktionen in allen Organisationen beides vorkommt, aber sozusagen Schwerpunkte in den Organisationen vorherrschen, was ihre Funktion ist. Also das bürgerschaftliche Engagement hat letztlich die beiden Faktoren, für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen und für individuelle Selbstbestimmung. Und das darf man ruhig auch durchaus auch mit dem Begriff des Glückes mit in Verbindung bringen, weil ja alle Philosophen mehr oder weniger sagen, dass das Glück nicht darin liegt, sich über sein Glück Gedanken zu machen, sondern im Tätigsein für andere sich das Glück ergibt. Also im Absehen von den eigenen Glücksmomenten besteht ein viel größeres Glück, als sich zu viel mit sich selber zu beschäftigen. Das kann manchmal auch böse Überraschungen haben, wenn man das tut, weil man merkt, dass man vielleicht seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Ich habe darüber schon ein bisschen was gesagt. Also für mich ist bürgerschaftliches Engagement ein starkes Korrektiv gegenüber der Übermacht des Ökonomischen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das Ökonomische hat eine große imperiale Kraft, will ich es mal nennen. Es geht dabei nicht um Gelderwerb im bürgerschaftlichen Engagement, sondern um Anerkennung. Das Wort ist schon gefallen. Nämlich um gesellschaftliche Anerkennung von Themen und Inhalten und von individueller Anerkennung. Meine Tätigkeit soll in der Gesellschaft angemessen gewürdigt sein. Und das ist ganz wichtig, wie gesagt, im Zeitalter des Messens und der Ökonomisierung. Bürgerschaftliches Engagement ist auch eine Quelle für eine Vitalisierung der Demokratie, die notwendig ist. Dieser alte Kahn, der heißt tatsächlich vitaler Strahl, also Spark ist ein Strahl, und nicht, dass ich unsere Demokratie in dieser Situation wähne, wie dieser Kahn, aber wir brauchen ganz dringend neue Impulse für die Demokratie. Frau Oberbürgermeisterin hat das auch angedeutet, und so eine Engagementstrategie muss sich dann auch Gedanken machen über die dunkle Seite des Engagements und dort Grenzen ziehen. Allerdings gibt es da auch ein Spannungsverhältnis zu politischen Vorgaben. Also es geht auch um um das Bemühen, dass das Engagement nicht zu stark für gesellschaftliche und politische Interessen in Dienst genommen wird. Und das ist ein starkes Spannungsverhältnis zu politischen Vorgaben, die passieren können und die ich persönlich auch in dem, was ich im Netz und anderswo lese und recherchiere, immer mehr wahrnehme, dass Anforderungen an das Engagement gestellt werden, die es auch überdehnen. Das hat was damit zu tun, dass die Politik namentlich, und das ist unabhängig von dort, wo sie ist, ob nun kommunal, im Land oder im Staat, sehr stark auf den Dienstleistungscharakter von freiwilligen Engagement setzen, also damit Lösungen zum Sozialstaat auch einfordert, was durchaus mal gelingen kann, aber nicht im Zentrum der Anforderungen an bürgerschaftliches Engagement liegen sollte, sondern es geht da eben um anderes, wie ich am Anfang sagte. Und Freiwilligenagenturen zum Beispiel, ich komme selber aus dieser Szene beruflich, ich habe mehrere Jahre in der Freiwilligenagentur in Bremen gearbeitet und war auch Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Die Freiwilligenagenturen müssen auch der Politik missliebiges Engagement fördern können. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, auch, glaube ich, dafür eine Engagementstrategie einer Stadt, dafür Sorge zu tragen, dass es dort klar definierte Grenzen gibt. Ich sage jetzt mal zwei Beispiele, ein plumpes und ein eher naheliegendes, sage ich mal so. Das Plumpe ist,
Die Stadt sollte vermeiden, die Freiwilligenagentur aufzufordern, Freiwillige zunächst mal für die städtischen Kindergärten zu suchen und dann erst für Wohlfahrtsträger. Das ist ziemlich plump, das wird so nicht passieren, aber das macht es deutlich, worum es hier geht. Es geht nicht um die Lösung der Stadt Osnabrück, sondern es geht um die Zufriedenheit der Bürger im Engagement und eine gesamtgesellschaftliche Lösung des Themas in Osnabrück. Ein bisschen kritischer wird es da schon an einer Stelle, glaube ich, wenn ich jetzt mal einfach ein Beispiel sage, wenn es eine Stromwende oder Energiewende-Initiative in Osnabrück geben sollte, die dafür Sorge tragen möchte, dass die Stadt Osnabrück aus der Organisation Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke austritt, also aus der RWE, was, glaube ich, der Fall ist, dass Osnabrück da drin ist, das setze ich jetzt mal so, dann ist es schon mal kritischer. Und das kann durchaus passieren, dass sich Menschen in Zukunft aus solchen Initiativen auch an die Freiwilligenagentur wenden können, weil sie in irgendeiner Hinsicht professioneller werden können. Und da merkt man es, da sind vitale Interessen der Stadt stehen da zur Debatte und wir müssten eben gucken, wie das geht. Ich würde der Stadt empfehlen, da auch eine Art Beirat, ein Gremium einzusetzen, die sich über diese Grenzbereiche Gedanken macht, damit dieses tendenziell überschreitenden Anforderungen an das Engagement ein bisschen kanalisiert werden können, sodass die Leute, die in der Freiwilligenagentur arbeiten, da auch für sich Wege und Mittel finden, das gut zu entscheiden, was sie unterstützen oder was nicht. Ich will noch mal eine persönliche Einschätzung noch mal abgeben zum Titel der Engagement dieser Veranstaltung heute. Und da steht ja nun Engagementstrategie für die Stadt Osnabrück. Und ich weiß und ich gehe davon aus, dass Sie das Wort Stadt Osnabrück meinen als Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Gemeinschaft mit den Kommunalvertretern, in Gemeinschaft mit allen gemeinnützigen Organisationen und so weiter. Aber dieses Wort Engagementstrategie für die Stadt Osnabrück ist eben deswegen auch ein bisschen, also ich bin ein bisschen darüber gestolpert, weil ich vermute, dass es da auch um die Stadt verstanden als die Einheit der Organisationen der Stadt Osnabrück geht. Und ich würde Sie ganz gerne nochmal bitten, das zu überlegen, ob es nicht auch etwas sein könnte, was irgendwie das nochmal ein bisschen anders rahmt. Wenn Sie das starten wollen, also sozusagen in einem anderen Wortsinne für die Stadt, eben im Sinne der Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger, ist das in Ordnung, aber ich fände es wichtig, dass Sie das auch deutlich in der Engagementsstrategie zum Ausdruck bringen. Dass es hier nicht um die Lösung der Stadt Osnabrück geht, sondern letztlich um die Lösung und die Anerkennung vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich in dieser Stadt in Organisationen engagieren. Da will ich an dieser Stelle bei dieser These, dass keines der gesellschaftlichen Herausforderungen ohne freiwilliges oder bürgerschaftliches Engagement lösbar sein wird, würde ich ganz gerne noch eine Komponente hineinbringen. Das ist die Komponente des Sahnehäubchens. Das habe ich nun heute noch nicht gehört, aber es haben sehr viele Menschen immer drauf, dieses Wort zu sagen, die Ehrenamtlichen, das ist wie das Sahnehäubchen auf dem Kaffee. Und ich würde gerne dafür plädieren, dass dieses Wort zumindest umgedeutet wird in die Ehrenamtlichen sind der Cappuccino, im Cappuccino. Und das macht einen qualitativen Unterschied aus. Selbst wenn für alle Herausforderungen, die wir gesellschaftlich haben, freiwilliges Engagement nicht den wesentlichen Beitrag zu liefern wird, um das Problem zu lösen, wir brauchen es. Aber es ist eben nicht ein zusätzliches Ding, wie bei der Sahne auf dem Kaffee, sondern es ist inhärent. Bürgerschaftliches Engagement gehört zur öffentlichen Daseinsfürsorge dazu. Und das hat wenig damit zu tun, ob Sie eben quantitativ und qualitativ hochwertige Leistungen bringen, sondern es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger an den gemeinschaftlichen Dingen beteiligt sind. Und ich will das mal deutlich machen an einer wirklich ziemlich alten Liste, die Sie hier sehen, von 2009. Und erst an Stelle Nummer 8 ist die Bedrohung der Krankheitserreger da genannt. Das würde heute wahrscheinlich ein bisschen weiter oben stehen. Aber ich will dann mal darauf hinweisen, dass es dort
durchaus in allen Bereichen bürgerschaftliche Initiativen gibt, die sich dort engagieren. Wie gesagt, bisweilen nicht so, dass es essentielle, wesentliche Beiträge liefert zur Lösung des Problems, aber immer wieder spontane, innovative Lösungen anbietet, wie zum Beispiel, wie ich es einmal in Italien erfahren habe, dass es sehr viele Genossenschaften in Sizilien gibt, die alte Häuser, Bauten und Lager und was es sei, der Mafia aufkaufen, nachdem das vom Staat requiriert wurde und einer öffentlichen Nutzung wieder zugeführt haben. Die Polizei muss das Problem lösen und die Justiz und die Politik, das bürgerschaftliche Engagement kann dort aber eben wertvolle Beiträge liefern. Das nächste Thema ist, dass sich das bürgerschaftliche Engagement am Rand der Gesellschaft bewähren muss. Und das hat was damit zu tun, dass das bürgerschaftliche freiwillige Engagement einen Mittelstandsbauch hat. Wir wissen aus allen Untersuchungen, dass aus dem Mittelstand, aus den Leuten, die eher wohlhabend sind, sich das meiste Engagement heraus rekrutiert. Und Frau Oberbürgermeisterin hat das schon gesagt, ich kann es kurz machen. Wir müssen nicht nur uns nicht nur Gedanken machen um das Engagement für Beeinträchtigte, sondern auch um das Engagement von Beeinträchtigten, von Ausgegrenzten und so weiter und so fort, weil das ein weiterer Königsweg ist, diese Menschen zu integrieren. Das ist eine schwierige Aufgabe und wir müssen da auch an vielen Stellen neu drüber nachdenken, über Stadtteilengagement und ähnliche Dinge, um dann notwendige Beiträge zu liefern. Das können Freiwilligenagenturen in der Regel noch nicht. Sie sind dafür noch nicht aufgestellt und dafür muss es eben zusätzliche Gedanken geben in so einer Engagementstrategien, dass das von anderen, die schon seit Jahren in diesen Vierteln unterwegs sind, dass das dort geleistet werden kann. So, das nächste Thema ist, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Kooperation zwischen den gesellschaftlichen Akteuren benötigen. Und mein Thema ist dabei, dass wir das nicht geltlich denken können. Wir sollten Engagement nicht so sehr an der Stelle darauf setzen, dass Unternehmen durch Geldzahlungen das lösen können, sondern dass sie mit den Dingen, die sie in ihren Organisationen zur Verfügung stellen können, nämlich Zeit und Ressourcen, dass wir das darüber lösen wollen. Entschuldigung, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Also es geht darum, Unternehmen nochmal neu anzusprechen. Die Spende ist natürlich immer gut für Dinge, weil das einen die Möglichkeit gibt, nach eigenem Gusto das umzusetzen, was man dort lösen will. Aber letztlich brauchen wir mehr Involvierung auf einer nicht monetären Ebene von den Unternehmen. Also wir müssen Unternehmen, also Mitarbeiter aus Unternehmen in die Organisationen reinholen, damit wir gemeinsam darüber nachdenken, mit dem Know-how, mit den Ressourcen, die ein Unternehmen hat, wie wir gesellschaftliche Lösungen besser hinkriegen. Zum Schluss schon von meiner Seite noch ein paar Takte zur aktuellen Situation. Das Wort vom Geselligkeitsverzicht, das ist vor anderthalb Jahren durch die FAZ und andere Gazetten gegeistert, ist ja jetzt ein neues Phänomen, dass wir unter dieser Prämisse gesellschaftlichen Zusammenhalt durch freiwilliges Engagement leisten müssen. Und ich will da ganz kurz mit diesen Stichworten was sagen, worauf wir uns einstellen müssen. Entschuldigung. Nämlich, dass sich die Ungewissenheiten erneut bestätigt haben und es für gemeinnützige Organisationen jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch schwieriger wird. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, es müsste eigentlich bald losgehen, dass man davon hören wird, dass im gemeinnützigen Sektor gespart werden muss, weil jetzt so viel Schulden aufgenommen worden sind. Das war wahrscheinlich auch eine Frage der Wahlen, dass das noch nicht thematisiert wurde. Aber ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass die Politik irgendwie Lösungen auch finden muss dafür, dass so viele Schulden aufgenommen worden sind. Und da wird es auch irgendwie um den gemeinnützigen Sektor gehen. Das zweite Thema ist der sich fortsetzende Strukturwandel des Engagements. Die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh, die hat im November letzten Jahres eine Studie dazu herausgegeben zum digitalen Engagement und festgestellt,
dass es durch die Corona-Pandemie so gekommen ist, dass der gesellschaftliche Graben zwischen denen, die schon digital aufgestellt sind und die, die nicht digital aufgestellt sind im gemeinnützigen Sektor, dass sich dieser Graben noch weiter geöffnet hat, noch größer geworden ist dieser Spalt. Und Sie können darauf an, so eine Organisation wie die Bertelsmann Stiftung ist da weit vorne mit dabei. Aber viele andere Organisationen haben jetzt auch gerade durch die Lähmung, die Corona auch mit sich gebracht hat, nochmal wieder den Anschluss verloren. Also da müssen wir drüber nachdenken, wie das für die benachteiligten Organisationen nochmal besser werden kann. Und wir haben noch das Phänomen mit dem sozialen Nahraum. Ich habe da jetzt neuer Ort des Engagements in Anführungsstrichen geschrieben. Das ist sicherlich richtig. Der Nahraum, die Nachbarschaft war immer schon ein Ort des Engagements. Nur das Schwierige an der Geschichte ist ja, dass Nachbarschaften keine freiwilligen Angelegenheiten sind, sondern Zwangsgemeinschaften, liebe Leute. Sie können jetzt mal einen kleinen Moment drüber nachdenken, über einen netten Nachbarn und einen nicht so freundlichen Nachbarn. Wir sind, glaube ich, in Corona darauf gestoßen worden, dass auch die unfreundlichen Menschen in der Nachbarschaft Unterstützung brauchten. Und das ist auch schon eine Herausforderung, die wir da gewärtigen müssen, dass auch sozusagen dieser Bereich der zwanghaften Community, sage ich jetzt mal da so ein bisschen mit legeren Worten, auch eine besondere Unterstützung braucht und dass wir darüber auch neu nachdenken müssen. So, und das Letzte hat jetzt auch noch mal was mit der Krise zu tun. Da steckt die Behauptung dahinter, dass wir ein bisschen darauf aufpassen müssen, dass das freiwillige Engagement, ich habe es jetzt letztlich eigentlich schon durch die Nachbarschaften angedeutet, dass das freiwillige Engagement freiwillig bleibt. Und wenn jetzt eine Krise nach der nächsten kommt, dass das freiwillige Engagement nicht in eine Art Selbsthilfe und Subsistenz übergreift, also dass sich die, ich mache es mal wieder fest an den Nachbarschaften, dass sich jetzt die Nachbarschaften, die wohlhabender sind, sozusagen aufgrund ihrer Stärke und ihren Möglichkeiten, ihren Vernetzungsmöglichkeiten, besser aus der Krise herauskommen als die Nachbarschaften, die nicht so krisenfest sind, wo es eher instabil ist, wo es eher Schwierigkeiten gibt. Also sehr viele neue Aufgaben, die wir haben und worüber wir nachdenken müssen und wozu ich Ihnen in Osnabrück sehr viel Erfolg wünsche, dass Sie das gut hinkriegen und abgewägt diese Dinge in Bewegung bringen können. Soweit von meiner Seite im Parforce-Ritt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Placke, für diesen umfassenden Überblick und ich glaube auch ganz viele spannende Aspekte, auf die man gar nicht so schnell kommt, die unsere Engagementstrategie nochmal anreichern, beziehungsweise wo man noch überall so hingucken kann. Ein Punkt ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, Sie haben es angesprochen, der Titel der Veranstaltung. Natürlich ist mit dem Titel die Stadtgesellschaft gemeint und nicht die Stadtverwaltung. Ja, gut, also, danke schön. Man könnte so wie ich es gedacht habe, ich habe da nicht die richtigen Worte vielleicht gefunden. Nein, es ist ja ein guter Hinweis, das auch immer zu unterscheiden. Das hat man in kommunalen Zusammenhängen ja öfter, wenn man über die Stadt Osnabrück spricht, zu überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich gemeint? Das Stadtgebiet, die Stadtverwaltung oder die Stadtgesellschaft, alles zusammen da zu differenzieren und hinzuschauen, ist sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang auch Ihr Hinweis auf die Abwägung der Interessen der Stadt, und damit meine ich jetzt die Stadtverwaltung durchaus auch und ihre Aufgaben, und den Interessen, die vielleicht aus einem bürgerschaftlichen Engagement kommen, das muss nicht immer unbedingt zusammenpassen. Und da gibt es auch viele Reibungspunkte. Ja, also ja. Ein großes Spannungsfeld. Genau, aber allen draußen, die zugehört haben, keine Sorge, wir arbeiten hier nicht für die Stadtverwaltung, sondern es geht um die Stadtgesellschaft. Ja, Herr Kemeter und Herr Dr. Placke, ich hätte noch, damit wir noch so ein bisschen auf die Zielgeraden unserer Osnabrücker Engagementstrategie kommen, an Sie beide nochmal so die Frage aus Ihrer Sicht, was würden Sie uns als die drei wichtigsten Punkte mit auf den Weg geben? Und was sollten wir bei der Engagementstrategie für Osnabrück auf keinen Fall vergessen? Ich habe drei Punkte. Herr Kemeter, gerne auch mehr dazu. Sicherlich haben Sie da auch ein paar Sachen. Also ich denke, dass
Dialog ein wichtiges Stichwort ist, also das permanente Gespräch mit allen möglichen Leuten zu führen in dieser Hinsicht. Das zweite ist, sich auf den laufenden Wandel einzustellen, also die Routinen, die man hat, von Zeit zu Zeit immer wieder in Frage zu stellen und neue Routinen zu finden. Und das dritte ist das mit den Grenzen setzen. Ich glaube, wir brauchen auch Strategien, wo man sagt, da ist freiwilliges Engagement wichtig, aber das können wir nicht leisten, weil es manchmal auch eine Überdehnung des Engagements darstellt, wenn man es für alles Mögliche versucht zu integrieren und damit zu denken. Ja, dem kann ich mich eigentlich so anschließen, aber vielleicht doch nochmal so strukturell betonen, was auch schon gesagt wurde. Ganz wichtig ist, auch wenn man nicht alles berücksichtigen kann, sich zunächst mal breit aufzustellen. Und dann natürlich irgendwo sich bewusst zu machen, im gemeinsamen Dialog, was vielleicht Punkte sind, die man nicht weiterverfolgen soll, um sich nicht zu verzetteln. Aber nicht von vornherein schon Sachen ausscheren, das wird sicherlich problematisch und das kann für Widersprüche sorgen. Und die Grundidee ist ja sicherlich erstmal alle, die sich engagieren wollen, beteiligen wollen an diesem Prozess, auch alle mitzunehmen. Und da muss man sicherlich ein bisschen in Etappen denken, nicht immer alle gleichzeitig wahrnehmen zu wollen, sondern das vielleicht ein bisschen nach Themen zu strukturieren, auch lokal zu strukturieren und dann in einem hierarchischen Prozess, der aber alle mitnehmen muss, dann zusammenzuführen und dadurch eine Art Strategie Schluss zu formulieren. Und dazu gehört sicherlich auch, sich Zwischenziele zu setzen, um dadurch eine Struktur zu behalten. Ja, ich denke, das sind so die Punkte, an die ich als erstes denke. Ja, vielen Dank. Dann, ich war ja ganz positiv überrascht. Ich habe so gedacht, als ich so die Grußworte gehört habe, Frau Pötter aus Osnabrück, Herr Kemeter aus Osnabrück, Herr Dr. Placker aus Osnabrück, das sind ja alles Osnabrücker Gewächse, da kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen mit unserer Engagementstrategie. Also ich finde, wir sind da perfekt aufgestellt. Und von daher meine letzte Frage an Sie, bevor es dann auch gleich in eine kleine Pause geht. Wenn Sie beiden sich einen unserer 7 Workshops aussuchen dürften, in welchen würden Sie gehen und warum? Wenn das bezahlte Arbeit ist, würde ich in den Digitalisierungsworkshop gehen. Wenn ich persönlich dahin gehen würde, würde ich in den Babyboomer, finde ich übrigens witzig, in den Boomer-Workshop gehen. Ich bin jetzt bald 62. Von meinen Kindern werde ich fast jeden Tag mit Boomer bezeichnet, weil ich denen Sachen sage, die denen gar nicht passen. Und insofern, ich muss mich darauf vorbereiten, was dann da so kommt. Und das ist keine kleine Nummer, wie ich von vielen Freunden weiß. Einige von denen sind auch in der Rente ziemlich langweilig geworden, muss ich gestehen. Und da darf man sich schon anstrengen, um das gut hinzukriegen. Herr Placke, noch eine Parallele. Ich werde jetzt auch demnächst 62. Und von daher habe ich den Blick sicherlich auch auf diesen Workshop gerichtet, Generation Babyboomer in Rente. Auch die Oberbürgermeisterin hat es angesprochen, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es viele Menschen, die viel Erfahrung, viele Ideen haben, die aber vielleicht auch nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, die insofern auf eine Anregung vielleicht warten, um sich einzubringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie spreche ich die an? Wie hole ich sie aus ihrer, wenn man so will, Reserve? Andererseits weiß ich, dass nicht nur in Osnabrück oder auch in Niedersachsen, das ist ja ein deutschlandweites Problem, der Punkt zukunftsgerichtete Anpassung von alteingesessenen Vereinen ein ganz, ganz großer Problem ist. Die Ansprache von Menschen, sich in Vereinen, in Ehrenämtern zu engagieren, und zwar ein bisschen längerfristig, weil Vereine auch Kontinuität brauchen, da muss man sicherlich ran. Man wird nicht alles lösen können, weil viele von den Vorgaben, die zu beachten sind, auch Bundesvorgaben sind. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, das gemeinsam zu formulieren, sich der Punkte, die ein Problem darstellen, auch bewusst zu werden und das vielleicht auch dann auf andere Ebenen zu transportieren. Also ich wüsste mich zwischen diesen beiden jetzt nicht endgültig zu entscheiden, aber ich muss es vielleicht auch gar nicht. Danke. Das müssen Sie zum Glück gar nicht. Weil Sie ja alles nachgucken können auf YouTube und zwar nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen noch. Genau, wie geht es bei uns jetzt weiter? Vielen Dank erstmal für Ihre Antworten. Wir möchten jetzt allen eine kurze Verschnaufpause geben. Wir machen 5 Minuten Pause. Holen Sie sich ein Getränk, erfrischen Sie sich. Vielleicht singen Sie auch ein Lied, weil bisher haben wir alle nur gesprochen und Sie zu Hause mussten stumm vor Ihrem Bildschirm sitzen.
Ja, in 5 Minuten geht es weiter und dann geht es relativ flott in die Impulsvortragsphase und die Kleingruppen. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass Sie sich etwas erholt haben und Lust auf die kommenden Impulsvorträge bekommen haben. Wir möchten Ihnen hier die Möglichkeit geben, die Themen etwas näher kennenzulernen, praktische Erfahrungen aus den jeweiligen Bereichen mitzunehmen, falls Sie vielleicht selbst noch keine haben, und Ihnen einfach Einblicke in die jeweiligen Bereiche geben. Ich möchte Ihnen die Themen einmal kurz vorstellen. Das ist einmal das Thema Digitalisierung im Ehrenamt mit Hannes Jänert von der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement sowie Joachim Seelzer vom Chaos Computer Club. Das kommunalpolitische Engagement mit Herrn Dieter Schöffmann von Visavi Wirkt und gleichzeitig Ansprechpartner für das Themenfeld bürgerschaftliches Engagement und Kommunen vom Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement. Frau Lena Busbohm, Projektverantwortliche für das Projekt LÖB Miteinander des Landkreis Leer, stellt uns das junge Engagement vor. Die zukunftsgerichtete Anpassung von alteingesessenen Vereinen wird von Herrn Adalbert Mauerhof, Fachbereichsleiter bei der AWO Region Hannover, für die Verbandsarbeit sowie Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und Koordinierungsstellen Niedersachsen, kurz LAGFA e.V., vorgestellt. Die Generation Babyboomer in Rente erleben Sie mit Frau Monika Fricke, Leiterin der Stabsstelle Ehrenamt und Freiwilligenagentur beim Landkreis Leer, sowie ebenfalls Vorstandsmitglied der LAGFA Niedersachsen. Über Inklusion und freiwilliges Engagement hören Sie von Christian Judith, Geschäftsführer und Gründer von K-Production. Und Herr Ilias Jank von der Interkulturellen Arbeitsstelle für Forschung, Dokumentation, Bildung und Beratung e.V., erzählt Ihnen was zum Thema Integration im freiwilligen Engagement. Wir haben also eine breite Palette für Sie vorbereitet, die Sie sich anhören können.
Und alle Vorträge werden Sie so ab circa 14 Uhr auf der YouTube-Playlist abrufen können und sich angucken können. Sie werden diese Vorträge dann auch weiterhin noch öffentlich zugänglich finden, sodass Sie sich auch im Laufe der ganzen Entscheidung und des ganzen Prozesses der Erarbeitung der Engagementstrategie diese noch zu Gemüte führen können und sich immer weiter informieren können. Um sich jetzt für einen der jeweiligen Vorträge zu entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, den Breakout Rooms selbstständig beizutreten. Im Chat finden Sie einmal eine Auflistung der jeweiligen Räume und der Themen. Ansonsten, wenn Sie unten auf dem Punkt Breakout Rooms, also wenn Sie Ihre Maus bewegen, öffnet sich ein kleines Menüfenster. Und wenn Sie dort den Punkt Breakout Rooms auswählen, finden Sie auch eine Idee der Titel für den jeweiligen Raum. Dort können Sie sich selbstständig anmelden. Ansonsten, wenn Sie dabei Probleme haben, schreiben Sie uns gerne in Chat oder melden sich, dann weisen wir Sie gern zu. An dieser Stelle möchte ich bereits allen Referenten und Rednern herzlich für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme danken. Es ist großartig, dass Sie uns bei diesem spannenden Prozess begleiten und uns Ihr Wissen und Ihre Expertise zur Verfügung stellen. Frau Steinkapp und ich verabschieden uns für den Moment von Ihnen und freuen uns darauf, Sie um 17 Uhr dann frisch und gestärkt zu den Dialogforen begrüßen zu dürfen. Und im Anschluss an die Vorträge sind Sie dann alle für Ihre extrem verlängerte Mittagspause entlassen. Ich wünsche Ihnen und uns ganz, ganz interessante Vorträge und viel Freude. Wenn Sie während der Pause noch Bekannte oder Freunde und Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen finden, sind diese natürlich auch noch herzlichst eingeladen, an den Dialogforen teilzunehmen. Und dann wünsche ich Ihnen nun viel Spaß und Erfolg bei den einzelnen Vorträgen. Bis später. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich hoffe, es waren spannende und austauschreiche Minuten, die Sie in Ihren Gruppen erleben durften. Wir möchten gleich ganz knackig zu den Ergebnissen kommen, denn bei 6 bis 7 Gruppen, und wir wollen in einer halben Stunde fertig sein, soll es so sein, dass jede Gruppe versucht, so in 5 Minuten uns die Ergebnisse zu präsentieren. Und wir möchten gerne wissen, was waren in den Gruppen die Hauptthemen, worüber wurde am meisten diskutiert und was sind daraus die 3 wichtigsten Ergebnisse oder Erkenntnisse? Es war so, nicht alle haben es von heute Vormittag bis heute Nachmittag geschafft. Das heißt, die Gruppe Digitales Engagement ist nicht mehr zustande gekommen. Deswegen starten wir direkt mit der Gruppe 2. Das ist kommunalpolitisches Engagement und da berichtet uns Sarah Müller. Genau, danke schön. Einmal ranzoomen. Wir haben tatsächlich relativ viel diskutiert und haben erstmal über unsere Themengebung angefangen und uns auszutauschen. Denn am Ende haben wir nicht nur einfach statt über kommunalpolitisches Engagement, über Bürgerengagement diskutiert und haben das definiert als jede Form des kommunalen Mitwirkens von Bürgerinnen, egal ob organisiert oder einzeln, punktuell oder über einen längeren Zeitraum. Als Chance haben wir ausgemacht, dass es ein besseres Meinungsbild und später bessere Akzeptanz von Entscheidungen gibt, wenn Bürger einbezogen werden und haben dann am Ende tatsächlich 3 Herausforderungen ausgemacht. Zum einen, wie kann man sich auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung begegnen? Da haben wir zum einen festgestellt, dass wir gerne hätten, dass wenn die Bürgerbeteiligung gewünscht wird, sprich dazu aufgerufen wird, dass dann auch die Bereitschaft bestehen muss, den Bürgern zuzuhören. Und auch wenn man sich ehrenamtlich engagiert, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem Expertenwissen hat. Und genau dieses würden wir dann gerne anerkannt haben, auch von den Entscheidungsträgern. Zusätzlich hätten wir gerne in der Zukunft als Idee ein Feedback für die Engagierten. Wenn ich mich beteilige, würde ich gerne am Ende wissen, was ist aus der Beteiligung entstanden, warum wurde meine Meinung eventuell nicht
angenommen? Warum ist da am Ende nichts draus geworden oder aber ist was draus geworden? Und dann fänden wir es auch richtig, wenn die Engagierten entsprechend dazu dann auch die Anerkennung finden würden. Dann haben wir als Problem ausgemacht, dass viele Menschen einfach nicht die Zeit haben, um sich zu engagieren. Da haben wir zwei Lösungen gefunden. Zum einen haben wir den Vorschlag, dass die Foren, die eben zur Bürgerbeteiligung einladen, als Hybridveranstaltungen gemacht werden können. Wir haben während Corona gesehen, dass das funktioniert und würden dann vorschlagen, dass man es eben in dieser hybriden Form auch weitermacht, dass sich einige online dazuschalten können, damit eben auch pflegende Angehörige oder Eltern, die Kinder zu Hause haben, die sich nicht alleine lassen können, oder einfach andere Leute, die anders eingebunden sind, die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Außerdem kann vielleicht in gewisser Weise das Engagement oder die Bürgerbeteiligung schneller sein, indem Informationen einfacher verfügbar sind, indem man schneller durch intuitive Bedienbarkeit von zum Beispiel Webseiten oder Ähnlichem oder durch klare Definitionen von Ansprechpartnern weiß, an wen ich mich wenden muss, wo kriege ich die Informationen, die ich brauche. Die dritte Herausforderung, die wir ausgemacht haben, ist, dass es eben anknüpfend an den letzten Punkt konkretere Strukturen braucht. Häufig fehlt die Frage, an wen kann ich mich überhaupt wenden, wenn ich ein Problem habe. Aber auch umgekehrt von Seiten der Stadt wird manchmal zur Bürgerbeteiligung aufgerufen, ohne dass so ganz klar ist, was ist damit eigentlich gemeint. Wollen wir eigentlich einfach nur die Meinung von Leuten hören? Wollen wir einfach nur sagen können am Ende, wir haben die Bürger mit einbezogen, aber am Ende machen wir nichts damit? Oder also da muss eine ganz klare Definition da sein und eine ganz klare Zielsetzung, was will ich eigentlich? Sehr kontrovers haben wir dann über die Frage diskutiert, ob wir so etwas wie zum Beispiel Bürgerräte haben wollen. Es gab einige, die dafür waren und die das für eine sehr, sehr gute Idee gehalten haben. Auf der anderen Seite haben wir aber die Problematik gesehen, zum einen der doppelten Strukturen. Wir haben im Prinzip gewählte Vertreter, das sind Politiker. Aber auf der anderen Seite eben auch die Angst und die Frage, wenn wir das machen, wie können wir dann diejenigen erreichen, die sich nicht so viel engagieren, eben weil sie keine Zeit haben oder weil die Informationen sie gar nicht erst erreichen, weil sie nicht organisiert sind in dem Sinne, dass ihre Interessen nicht organisiert vertreten werden. Das heißt, wenn es neue Formen der Bürgerbeteiligung geben soll, muss auch immer das Demokratieprinzip gewahrt sein, nämlich dass jeder die Möglichkeit hat, an diesen Formen der Bürgerbeteiligung auch teilzunehmen und repräsentiert zu werden. Gut, ich denke, das war's aus eurer Gruppe, Sarah. Das war's aus unserer Gruppe. Ja, und habt ihr die anderthalb Stunden, ja, ich muss mal rechnen, wie viel waren es? Nee, 2,5 Stunden waren es sogar. Habt ihr sie gut rumgekriegt? Wie ihr seht, haben wir sehr viele Sachen entwickelt und waren gut beschäftigt. Das ist prima. Wir danken dir, wir danken euch und kommen damit gleich zur nächsten Gruppe. Das ist die Gruppe Junges Engagement und da berichtet uns Matthias Overin. Matthias, du bist dran. Ja, schönen guten Abend, Matthias Overin, hallo. Ich habe eine ganz tolle Gruppe gehabt, also alles total junge Leute mit jungem Engagement. Und jetzt muss ich mal schauen, kann ich hier links und rechts? Ja, nee, kann ich gar nicht. Wir sind eigentlich da jetzt im Moment schon bei den Endergebnissen gelandet. Ich habe ja auch nur 5 Minuten Zeit. Also was wir uns eigentlich wünschen, was unsere Ergebnisse sind, das sind Fürsprecherinnen aus Kommunalpolitik, aus Gesellschaft, Identifizierung des Bedarfs von jungem Engagement und von Engagement und Unterstützung bei Umsetzung auf finanzieller und struktureller Ebene. Das ist ein großer Punkt, attraktive Formen der Anerkennung, der Wertschätzung des jungen Engagements, finanzielle Mittel, um hauptamtliche Strukturen aufzubauen und speziell junge Menschen ins Ehrenamt zu begleiten. Also die Begleitung von jungen Menschen im Ehrenamt ist eine wahnsinnig wichtige Sache und das kann nicht funktionieren, wenn man nur immer Ängste auch hat, dass sozusagen der nächste Projektvertrag zur Begleitung von ehrenamtlichen jungen Menschen noch nicht gesichert ist. Und das macht das Leben auch von vielen Akteuren
und Vereinen, die junge Menschen da begleiten oder begleitend tätig sind, schwierig. Und wir könnten uns vorstellen, auch ein zukünftiges Netzwerk sozusagen zu haben von jungen Engagement, das immer wieder Lust auch darauf macht, also nicht nur bei jungen Leuten, sondern engagiert bei der Sache zu sein, also das herausfiltriert, warum es sich lohnt, ja, sich zu engagieren. Und dazu, das ist, glaube ich, nicht nur wichtig für, oder unserer Meinung nicht nur wichtig für junge Menschen, sondern generell für Engagement eine wichtige Sache. Das wäre sozusagen meine kurze Zusammenfassung. Ich darf die Helena oder den Tom nochmal bitten, vielleicht nach links hin rüber, auf dem Board. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das geht. Könnt ihr nochmal? Wer ist Master of the Board? Das ist ein neues Board. Wir haben das jetzt nochmal zusammengefasst. Okay. Sonst, ich gehe mal davon aus, dass ja auch die Ergebnisse, wir haben ganz gut mitgeschrieben oder die Teilnehmenden haben sehr gut mitgeschrieben, von daher ist das auch nochmal schön zusammengefasst, unsere Ergebnisse und stehen ja auch nachher nochmal allen zur Verfügung. Eine tolle Truppe, hat wirklich Spaß gemacht, wir waren zu sechst oder zu siebt insgesamt und wir haben schön diskutiert, wir haben Einzelarbeit gemacht und das hat sehr gut gelaufen. Und ich habe auch zum Miro-Board und Online-Seminar nochmal einiges dazugelernt. Ich bedanke mich auch herzlich dann nochmal für die tolle Beteiligung, für denen, die bei mir in der Gruppe gewesen sind. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank euch und auch an dich, dass du die Gruppe begleitet hast. Wir machen dann weiter mit der Gruppe Alteingesessene Vereine. Die hat Jan Uhlenbrock betreut. Jan. Ja, genau. Vorab von mir auch schon mal vielen Dank für an die Gruppe. Toller Impuls, Vortrag und vor allem auch jetzt tolle Ergebnisse. Wir haben uns erstmal mit der Frage beschäftigt, zukunftsgerichtete Anpassung, was ist das überhaupt konkret? Also wie können zukunftsgerichtete Vereine aussehen? Jetzt müsstest du einmal ein bisschen näher ranzukommen, weil ich kann das irgendwie gar nicht lesen. genau, also was tun diese zukunftsgerichteten Vereine? Sie hinterfragen regelmäßig Sinn und Zweck ihres Daseins. Sie haben einfache Prozesse und Strukturen. Sie sprechen zielgruppengerecht und niedrigschwellig an und bauen Kooperationen auf und nutzen Netzwerke. Genau, das war erstmal so die Definition, was zukunftsgerichtet überhaupt sein kann. Dann haben wir uns überlegt, okay, welche Ziele müssen dafür umgesetzt werden? Ein Ziel ist dann auf jeden Fall, die Themen der Vereine sollen am Puls der Zeit bleiben. Das wäre das eine Ziel. Dann Strukturen sollen vereinfacht werden, Hürden abgebaut werden. Die Kooperation zwischen den Vereinen soll gestärkt werden. Vereine sollen bei der Transformation unterstützt werden und die Angst vor Veränderung soll genommen werden. Und haben uns dann im weiteren Verlauf dann jeweils überlegt, was sind die Maßnahmen, was kann dabei helfen und was können aber auch potenzielle Hürden auch dann sein. Und zusammengefasst bei den Maßnahmen ist es ganz einfach, dass wir glauben, dass die alteingesessenen Vereine, dass sie eben viele Positivbeispiele brauchen von Vereinen, die es quasi geschafft haben, die sich transformiert haben, wenn man das so sagen kann, geschafft haben, vielleicht ihre Themen halt ein bisschen flexibler zu gestalten, junge Leute mit reinzuziehen, auch einfach Strukturen anders geschaffen haben, sodass es möglich ist, auch in einem Alter zwischen 30 und 40, zwischen 30 und 50, 20 und 50, je nachdem, wie man es halt eben definiert, dass auch diese Menschen Zeit haben, Zeit finden für einen Verein und sich halt eben nicht gleich in so eine komplette Hierarchie halt irgendwie einbringen müssen und dann also wirklich halt irgendwie sehr viel tun müssen, um diesen Verein halt irgendwie aktiv zu sein. Das muss halt möglich sein, flexibel irgendwie mit den Aufgaben umzugehen. Und dabei helfen können auf jeden Fall, ne, da wir halt irgendwie jetzt gerade auch viel dazulernen im Digitalen, nämlich halt eben mit Austauschformaten, helfen können dabei auf jeden Fall technische Hilfsmittel wie eine Mitgliederversammlung halt irgendwie online durchzuführen, dazu müsste eine Besatzung geändert werden. Das sind so einfache Hürden, die aber auf jeden Fall genommen werden können. Und da muss halt irgendwie unterstützt werden mit, ja, Beratung, mit Vermittlung vielleicht irgendwie auch, dass es ein Verzeichnis gibt über Vereine, die existieren, damit man sich mit Gleichgesinnten irgendwie austauschen kann, dass es aber vielleicht auch seitens der Stadt halt irgendwie organisiert wird, dass sich Vereine dann irgendwann dann, wenn es dann wieder geht, irgendwie physisch mal treffen, jemand dorthin entsenden und das Ganze im Rahmen einer vielleicht auch, weiß ich nicht, Fortbildung, irgendwie rechtliche Rahmenbedingungen, wie schaffe ich es, meine Satzung einfacher zu machen oder sowas, dass solche Fragen da geklärt werden. Genau, und Hürden sind natürlich, sind auch einmal definiert, dass eben eine Strategie der Vereine fehlt, ne? Also dass
Das mag jetzt irgendwie sehr groß klingen, aber natürlich hat auch der Verein hat irgendwie Strategie, was möchte er erreichen, Datenschutz und sowas, dass sowas eben abschreckt, aber das kann man sicherlich lösen durch eben dann Formate, die ja, in Form einer Weiterbildung halt irgendwie dann durchgeführt werden. Dann Zeit ist natürlich immer so ein Faktor, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, aber da hilft dann eben Digitalisierung, dass viele Sachen einfach dann online durchgeführt werden können. Genau, und dann so letzter Punkt ist natürlich bei so vielen Sachen eben dann die Bereitschaft der Entscheidungsträger, also der Vereinsvorsitzenden, dass das irgendwie, da muss halt irgendwie dann ja, gearbeitet werden, dass diese Menschen sich auch überzeugen lassen und dass sie halt neue Wege dann gehen. Ja, rundherum volles Ergebnis und ich glaube auch schon sehr konkret. Ja, prima. Auch recht herzlichen Dank an euch für eure sehr übersichtliche Ausarbeitung, würde ich sagen. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Gruppe. Das sind die Babyboomer und hier hatte Nele Friedrichs das Board in der Verwaltung, sage ich mal. So, ja, wir hatten eine sehr, sehr schöne Diskussion, wie ich finde. Da nochmal an alle Dankeschön. Ja, wir hatten das Thema Generation Babyboomer in Rente und ja, irgendwie infolge des Impulsvertrags wurde in unserer Gruppe zunächst erstmal diskutiert, dass man die Generation Babyboomer oder generell keine Generation so über einen Kamm scheren kann, weshalb wir uns eher mit der Frage beschäftigt haben, was möchten Menschen, die jetzt wirklich in Rente gehen. Und das sind so ein paar Punkte. Zum einen wünscht man sich natürlich Sinnhaftigkeit, also vor allem, wenn in so einem neuen großen Lebensabschnitt, wenn der Job zum Beispiel wegfällt, wünscht man sich natürlich etwas mit Sinn. Natürlich auch dadurch, dass die Kontakte eben aus dem Job eher wegfallen, neue Kontakte, eine neue Gemeinschaft, dann natürlich verbindlich oder das haben wir auch festgestellt, ist vielleicht auch eher eine Sache, die tatsächlich den Babyboomern zuordnbar ist. Verbindlichkeit, eine gewisse Langfristigkeit und eben Nachhaltigkeit, also auch etwas, das bleibt. Das zieht auch so ein bisschen in die Richtung der Sinnhaftigkeit. Dann möchten auch viele, die in Rente gehen, sich vielleicht neu verwirklichen, etwas Neues starten, vielleicht nicht genau das, was sie im Job gemacht haben, auch im Ehrenamt machen. Und ja, das führt dahin, dass sie natürlich auch Möglichkeiten haben möchten, sich oder selbst etwas zu gestalten. Und dann müsste einmal ein bisschen weiter, sonst kann ich das nicht sehen. Ah, Wertschätzung. Genau, Wertschätzung ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Punkt. Das ist, glaube ich, für alle Freiwilligen wichtig, dass in dem Ehrenamt jemand auch wertgeschätzt wird. Und das sind so die Punkte, die wir ja gefunden haben, die ein Ehrenamt für eben Personen, die in Rente gehen, attraktiv machen. Und daraus haben wir dann versucht, ein paar Handlungsempfehlungen zu ja, formulieren. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil von dem, was wir hatten. Was uns aufgefallen ist, was auch in die Richtung Gestaltung und Beteiligung geht und natürlich auch diesen Neuverwirklichen, finden wir es wichtig, soweit es möglich ist, Freiwillige bereits in der Projektplanung teilhaben zu können. Und dahingehend würden wir die Handlungsempfehlung so formulieren, dass vielleicht auch die Freiwilligenagentur bzw. die Stadt da Anregungen auch an die Vereine, Organisationen gibt, dies einfach mal zuzulassen und den Freiwilligen nicht direkt einen ganz klaren, festen Aufgabenpool zu geben. In manchen Sachen ist das natürlich nicht verhinderbar, aber soweit es geht, dies auch zuzulassen und sich Freiwillige mehr einbringen zu lassen, da wir denken, dass dadurch auch die Attraktivität und das Verbindungsgefühl mit der Aufgabe deutlich steigt. Dann haben wir als zweiten Punkt, dass vor allem die Vereine und die Einrichtungen den Austausch innerhalb ihrer Freiwilligen steigern und so ein bisschen die Gruppenaktivität fördern. Also dass sie auch dafür Räume schaffen und nicht nur alles ja, um diese freiwillige Tätigkeit allein formen, sondern auch das immer berücksichtigen.
Dann noch eine Sache, die jetzt ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass es ja, dass viele aus der Generation ein bisschen daran scheitern, eine zentrale Informationsquelle zu finden, wo alles zu entnehmen ist. Und das wäre vor allem eine Aufgabe, die wir an die Stadt richten würden, dass da nochmal ja, so eine zentrale Informationsquelle geschaffen wird, beziehungsweise verbessert wird, vor allem hinsichtlich der Medien, da doch häufiger die Herausforderung war, dass zum Beispiel, wenn man in der Zeitung etwas nachliest, dass das nicht immer zu finden war. Genau, und der nächste Punkt, den habe ich einfach mal so eingebracht, in ein paar Punkten besteht das auch schon, aber dass man daran eventuell weiterarbeitet, dass es eine Art langfristig ausgelegtes Projekt gibt, welches Generationen vereint und das sich auch stetig weiterentwickelt. Also indem ja, Personen in Rente zum Beispiel ihre Erfahrungen teilen können. Wir wissen, das gibt es schon in verschiedenen Bereichen, aber das wollten wir einfach nochmal aufgreifen, weil wir das als Idee oder Strategie für Projekte in verschiedenen Vereinen oder Einrichtungen oder als Denkanstoß ganz interessant finden. Und als letzten Punkt, und das war uns auch sehr wichtig, war der Punkt, dass viele Personen, die ja, in Rente gehen, sich doch gerne auch in ihrer Nachbarschaft umschauen, dass ihnen die Nachbarschaft doch sehr wichtig wird, auch weil da viele Kontakte bestehen und dass es eventuell zu, ja, dezentrale Beratung kommt, beziehungsweise in den Stadtteilen, mehr in den Stadtteilen versucht wird, dort auf die Fähigkeiten oder dergleichen einzugehen und vor allem ganz wichtig Kommunikation, dass dort vor Ort kommuniziert wird und ja, die Personen auch direkt angesprochen werden. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt, habe ich jetzt leider hier nicht nochmal explizit aufgeschrieben, aber Kommunikation, dass ja nicht nur alles über die sozialen Medien läuft oder so, das war auch sehr wichtig. Genau, das war's von mir. Alles klar, ich danke dir, Nele, für deine Zusammenfassung und vielen Dank an die Gruppe. Und wir gehen gleich weiter mit Gruppe 6, Inklusion. Und da hat Nikolas Kleinschmidt das Wort. Hallo Nikolas. Robine. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an meine Gruppe für die tolle Mitarbeit. Ich gehe direkt rein in die Ergebnisse, die wir gesammelt haben. Wir haben erstmal die Definition, eine Definition nach einer Definition gesucht, was überhaupt Inklusion im freiwilligen Engagement ist. Und das haben wir als selbstbestimmte, gleichberechtigte Teilhabe und Mitgestaltung von zivilgesellschaftlichem Engagement mit wertschätzender Berücksichtigung individueller Kompetenzen und Bedürfnisse begriffen. Das Ziel, das wir dann letzten Endes aufgestellt haben und das wir glauben, dass es wert ist zu erreichen, weil Inklusion oder inklusives freiwilliges Engagement halt auf der einen Seite für diejenigen, die mit Beeinträchtigung sich freiwillig engagieren möchten, ein Empowerment, eine Ermächtigung, eine Selbstwirksamkeit bedeutet und auf der anderen Seite einen riesigen Zugewinn an Kompetenzen, an Erfahrungen, an Wissen. Dass dieses Ziel haben wir wie folgt formuliert, als die Möglichkeit, die geschaffen oder verbessert wird, dass alle Menschen in Osnabrück das Ehrenamt ausüben können, das sie ausüben möchten. Und inklusiv hier formuliert als alle Menschen und nicht nur die Menschen mit Beeinträchtigung. Und die Mittel, die wir dafür vorschlagen oder gesammelt haben, sind 6 Stück. Erstens die Beteiligung von beeinträchtigten Menschen in der Entwicklung der Engagementstrategie, an der wir jetzt hier heute den Auftakt gemacht haben, und zwar das so schnell wie möglich, also die sozusagen direkt mit ins Boot zu holen. Das geht jetzt gar nicht darum, dass es sozusagen dass man die ausgeschlossen hätte an dieser Stelle, sondern es geht darum, dass man sich noch mehr versucht, die sozusagen ins Boot zu holen, um eben inklusiv zu sein, nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Der zweite Vorschlag war eine öffentliche Bekundung des politischen Willens, dass man inklusives Engagement hat in Osnabrück und das möglichst noch in diesem Jahr. Und ich springe jetzt ein ganz kleines bisschen runter, Tom, wenn du einmal runtergehen kannst, nach ganz unten rechts der Punkt. Unser Vorschlag wäre es, dass dann eine Stadtratssitzung sich diesem Thema einmal annimmt, und zwar nicht
sozusagen der Stadtrat alleine, sondern mit den Beeinträchtigten, mit der Zielgruppe sozusagen, die sich inklusiv freiwillig engagieren würde, eine Sitzung abzuhalten und das Thema zu diskutieren, sozusagen Herausforderungen und Chancen, Zielsetzungen noch genauer zu identifizieren, als wir das jetzt konnten und das nach Möglichkeit innerhalb der nächsten anderthalb Jahre. Gut, magst du ein bisschen rauszoomen? Auf der linken Seite haben wir dann zwei Punkte, die eng zusammenhängen, nämlich einmal eine Kontakt- und Beratungsstelle, also eine Ansprechperson einzurichten, am besten bei der Freiwilligenagentur, die in Osnabrück ja zuständig ist für das freiwillige Engagement oder so, beziehungsweise für die Unterstützung von städtischer Seite, die sozusagen berät, wenn es um inklusives Ehrenamt, inklusives Engagement in Osnabrück geht und das möglichst schnell. Die Idee dahinter ist, dass man sozusagen sich als Institution oder aber auch als Interessierter, als Betroffener an diese Stelle wenden kann, um sich Informationen zum Thema inklusives Engagement in Osnabrück zu holen. Und die Idee ist, dass hinter dieser Kontakt- und Beratungsstelle, genau, perfekt, ein Netzwerk steht, das ist der Punkt darüber, das aufgebaut wird, sozusagen regional, dass sozusagen Ressourcen, die vorhanden sind, zusammenführt in einen Pool, um sozusagen dieser Beratungsstelle auch Mittel an die Hand zu geben, wenn es darum geht, es wird ein barrierefreier Raum gebraucht, es werden andere Hilfsmittel gebraucht, die das inklusive Engagement ermöglichen sollen, dass die sozusagen möglichst kostensparend, möglichst effizient gefunden werden und zur Verfügung gestellt werden können. Gut, dann bitte einmal nach rechts. Wir haben noch einen letzten Punkt, der vielleicht auch mit am leichtesten umzusetzen ist. Und zwar, die Freiwilligenagentur führt ja Katalog über die Möglichkeiten, wie man sich ehrenamtlich engagieren könnte. Und unser Vorschlag war, wie man es vielleicht von Speisekarten kennt, der Hinweis, dieses Gericht ist vegan, dieses Gericht ist vegetarisch, dass man in den Katalog integriert, dieses Ehrenamt kann barrierefrei ausgeführt werden. Und barrierefrei heißt, es gibt zum Beispiel keine Treppen, oder barrierefrei heißt, die Orientierungsmöglichkeiten oder die Möglichkeiten, das Ganze auch in Blindenschrift durchzuführen und so weiter, sind gegeben. Also, dass man sozusagen das Informationsangebot erhöht, weil, das haben wir als eine der großen Herausforderungen gesehen, ist, dass die Menschen überhaupt erstmal angesprochen werden müssen. Also, dass deutlich gemacht wird, wir wollen inklusives freiwilliges Engagement in Osnabrück haben, dass die Stadt es deutlich macht. Und dass sie sozusagen die Schwelle herabsenkt für Leute, die das gerne machen möchten. Und auch für Institutionen, die sagen, ja, wir sind dazu bereit, aber wir haben eigentlich gar keine Ahnung, dass die sich sozusagen Hilfe holen können. Dankeschön, das waren unsere Ergebnisse. Ja, vielen Dank, Nikolas. Und wir gehen direkt weiter zu Gruppe 7, Integration. Und da hast du, Cornelia, das Wort. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, auch an dieser Stelle danke an meine sehr kleine Gruppe. Wir waren tatsächlich nur mit mir inklusive drei Personen, die aber tatsächlich bis zum Pausenklingeln gebraucht haben, um alles niederzuschreiben und zu diskutieren, was uns in den Kopf kam. Und wir sind auch damit angefangen zu überlegen, was bedeutet eigentlich Integration im freiwilligen Engagement für uns ganz konkret? Was fordert das? Was gibt es auch vielleicht für Chancen, die daraus resultieren? Und für uns ist es so, Integration im freiwilligen Engagement fordert interkulturelle Kompetenz, Offenheit und gegenseitiges Vertrauen. Also tatsächlich auch dieser Dreiklang, der für uns ganz wichtig ist, der auch die Basis ist, damit Integration im freiwilligen Engagement gelingen kann. Dazu ebenfalls wichtig ist, dass Integration im freiwilligen Engagement eine sprachliche Basis fordert, eben um gemeinsam miteinander kommunizieren zu können und in den Austausch treten zu können. Und letztlich aber auch die Chance, Integration im freiwilligen Engagement kann eine berufliche und gesellschaftliche Teilhabe unterstützen. Und wir haben uns dann eingehend mit den Chancen und Herausforderungen unterhalten und gemeinsam definiert, was es eigentlich für Ziele sein könnten, die damit einhergehen. Und als ein Ziel haben wir definiert, Ziel ist es, in der Integration im freiwilligen Engagement eine Begegnung auf Augenhöhe zu schaffen. Also wirklich das gegenseitige Verständnis, das gegenseitige Vertrauen und nicht die Tatsache, einer schaut hoch, der andere schaut runter, sondern wie kann es gelingen oder es muss gelingen, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Und dann hat die Integration auch wirklich stattgefunden und funktioniert. Und dann ist auch das freiwillige Engagement ein Mehrwert für alle Beteiligten. Wenn ich jetzt ein bisschen runtergehe, ist ein Ziel auch die Erweiterung des persönlichen Horizontes durch die Integration im freiwilligen Engagement.
soll unterstützt werden. Dass eben auch jeder wirklich einen Mehrwert davon hat, sich in andere Kulturen reinzudenken, in andere gesellschaftliche Herausforderungen und da auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Ziel muss es aber genauso sein, durch dieses Verständnis füreinander und dem Wissen, was braucht der eine, was fordert der andere, passgenaue Angebote fürs freiwillige Engagement zu vermitteln, damit auch jeder an eine Stelle und an eine Position kommt, die einen persönlich ausfüllt und wo dann auch die intrinsische Motivation hoch ist, dieses Amt auch langfristig auszuüben. Und ebenfalls durch freiwilliges Engagement soll der interkulturelle Horizont auf allen Seiten erweitert werden. Also das bezieht sich selbstverständlich für die Migrantinnen und Migranten, genauso für die, die eben integrative Angebote geben. Auch da bezieht sich das eigentlich schon wieder auf die Begegnung auf Augenhöhe. Und was bedarf es dafür? Was ist für uns, also aus unserer Sicht der Gruppe, besonders wichtig? Wo muss man ansetzen? Das haben wir jetzt hier nochmal zusammengefasst, denn wir brauchen mehr Austausch. Also es ist ganz wichtig, dass wir miteinander reden, nicht übereinander reden, dass wir ein Verständnis füreinander entwickeln und dass wir durch dieses gegenseitige Kennenlernen eben auch wissen, was braucht der andere, um passgenaue Angebote zu identifizieren und nach dieser Identifikation natürlich auch dazu kommen, dass diese passgenauen Angebote geschaffen und auch entsprechend kommuniziert werden. Und als ganz, ganz wichtige Basis dafür ist die Sprache. Also auch wirklich sich miteinander austauschen zu können, basiert eben auch darauf, den anderen zu verstehen und das halt auch rein sprachlich, sodass wir Unterstützung brauchen bei sprachlichen Barrieren, die auftreten, Sprachkurse, die dem Kenntnisstand angemessen sind, aber auch ergänzend dazu die Unterstützung beim Sprachlernen. Denn das Angebot der Sprachkurse ist die eine Sache, aber nochmal die ganz individuelle Unterstützung beim Sprachlernen, auch durch andere Ehrenamtliche, ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Basis, die gegeben sein muss, um all diese Ziele auch zu erreichen. Das war es abschließend von mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch, an die Gruppe und an dich. Was können wir zusammenfassend sagen? Ich denke, ganz unterschiedliche Gruppen, und auch ganz unterschiedliche Ergebnisse, aber auch ganz vieles, was sich ähnelte. Ich habe mal hier so ein bisschen mitgeschrieben und es kamen immer wieder so Themen wie Struktur, Klarheit, aber auch Informationen über, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Wertschätzung natürlich ein großes Thema, aber auch im direkten Kontakt sein, Gemeinschaft haben in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, also ein bunter Blumenstrauß kann man sagen oder ein großer Topf voll Ideen. Raphael, wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Also wir sind erstmal an dieser Stelle extrem dankbar für die ganzen Inputs und Ihre Mitarbeit, die Ideen und Meinungen, welche wir zusammengetragen haben. Und all das ganze Material müssen wir jetzt erstmal zusammenfassen und sichten. Wir müssen uns die ganzen Sachen nochmal angucken, haben aber gelernt, dass ja gerade die Gruppe Kommunalpolitisches Engagement sagte, es gerade in Bürgerbeteiligungsprozessen sehr klar formuliert sein soll, was wir eigentlich wollen. Und wir möchten Ihnen natürlich nochmal die Möglichkeit geben, die Ergebnisse von heute Abend oder vom heutigen Tag nochmal zu bewerten, zu gucken, haben wir das richtig zusammengefasst, vielleicht nochmal Ergänzungen vorzunehmen, aber auch allen, die heute nicht daran teilnehmen konnten. Und werden diese Ergebnisse also quasi nochmal öffentlich zur Diskussion stellen im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens mit den Kolleginnen des Smart City Teams. Dazu wird es dann nochmal gesondert darauf hingewiesen werden, aber Sie bekommen auf jeden Fall einen Link und eine Nachricht. Und nachdem dieses Verfahren dann abgeschlossen ist und Sie alle hoffentlich nochmal Ihre Meinung dazu kundgetan haben und auch Ihr Einverständnis, werden wir natürlich auch die Engagementstrategie nochmal öffentlich stellen und dann auch umsetzen. Da waren ja teilweise auch sehr konkrete Forderungen bei, nach Netzwerken, nach Austauschplattformen. Und das sind natürlich Sachen, die teilen wir, dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Ich glaube, die werden wir relativ schnell umsetzen können. Bei einigen Sachen wird es vielleicht ein paar Ticken länger dauern, aber wir haben erstmal ganz wichtige Impulse mitgenommen, die wir umsetzen können und wir hoffen daraus, eine Strategie für die Zukunft erarbeiten zu können, die hoffentlich nie abgeschlossen sein wird, sondern die wir immer wieder ergänzen und erweitern werden um neue Aspekte, damit wir auch für die Zukunft weiterhin gewappnet sein können.
Für heute möchte ich mich erstmal ganz herzlich nochmal für Ihre Zeit, Ihr Engagement bedanken. Es freut mich, dass Sie uns auf dem Weg zu einer strukturellen und strategischen Ausrichtung begleitet haben, dass Sie mit uns auch das Wagnis dieses Formates eingegangen sind. Das war jetzt erstmal eine neue Herausforderung, sowas komplett digital zu machen. Wir hätten es natürlich viel lieber in Präsenz gemacht, aber so ist es halt nun mal gerade. Und wir dachten, es wäre vielleicht einfach eine Idee, das online zu versuchen. Und eine 6-Stunden-Veranstaltung am Stück macht, glaube ich, keinem so Spaß. Und wir haben natürlich versucht, möglichst viele Leute mitzunehmen und daher dieses zweigeteilte Format. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich über Feedback, wie Sie es fanden. Wir schicken da auch in den kommenden Tagen Ihnen nochmal einen Link mit einer Umfrage zu, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Werden Sie dann auch nochmal einladen, zu einem großen Netzwerk beizutreten, um uns zu vernetzen, beziehungsweise Sie zu vernetzen und so ein Netzwerk-Engagement in Osnabrück vielleicht zu gründen und als Austauschplattform zu nutzen. Ein großer Dank geht aber auch an alle unsere Gäste und Inputgebenden und Redner, die wir heute hatten, an alle helfenden Hände, welche uns bei der Moderation unterstützt haben, an all die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, welche uns an so vielen Stellen hinter den Kulissen unterstützt haben. Ein ganz großer Dank geht natürlich an unsere Bundesfreiwilligendienstleistenden Helena Puß und Tom John, die ganz viel im Hintergrund gemacht haben für die Veranstaltung, ebenso wie unsere freiwillige Helferin Jacqueline Schmidt und unsere ehemalige Kollegin Nile Friedrichs, die jetzt leider zum Studium nach Gütersloh gegangen ist. Aber ohne deren großes Engagement und den Einsatz wäre diese Tagung nicht möglich gewesen. Ich möchte mich ebenso bei zier.tv für die technische Begleitung dieser Veranstaltung und den ganzen technischen Support bedanken. Und natürlich bei dir, liebe Sabine, für die Moderation. Ich wünsche Ihnen, meine lieben Teilnehmenden, einen ganz schönen Abend, alles Gute und eine tolle Zeit. Und machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Da kann ich mich nur anschließen. Einen schönen Abend.